Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Ich bin der Marcel Clementi und es freut mich voll, dass wir heute gemeinsam Yoga machen. Heute eine kraftvolle Einheit. Der Sommer naht, das heißt, wir müssen schauen, dass wir wieder in Form kommen. Daher ein Vinyasa-Flow kombiniert mit einem kurzen Bauchtraining. Also doch eine sehr kraftvolle Einheit. Bevor wir starten, bitte unbedingt meinen Kanal abonnieren für weitere kostenlose Videos. Drück auch gerne den Like-Button, das würde mir helfen, im Algorithmus ein bisschen nach oben zu gehen. Und dann schnapp die Matte und ich würde sagen, los geht's. Wir starten heute wieder mal ganz entspannt im Fersensitz. Einfach die Zehen ablegen, hinten auf die Fersen drauf. Wenn es für dich angenehm ist, dann schließ deine Augen. Und roll mit der Einatmung die Schultern mal weit nach oben zu den Ohren, leicht nach hinten. Mit der Ausatmung lass sie fallen. Bevor wir mit dieser kraftvollen Einheit starten, schenk dir da 5 tiefe Atemzüge. Tief durch die Nase einatmen vom Bauch in die Brust, rauf zu den Schultern. Mit der Ausatmung entspann dein Gesicht, Kiefer, Stirn. Ein letztes Mal, so tief wie es geht, einatmen. Und vollständig ausatmen. Gut, öffne deine Augen, verschränk die Finger aneinander und kreis da ein bisschen mit deinen Handgelenken. Ganz, ganz wichtig, die Handgelenke aufwärmen. So da einfach ein paar Kreise, ein paar Bewegungen in beide Richtungen, damit wir bereit sind für die ganzen Power-Übungen, die wir jetzt machen werden. Und dann locker die Hände aus. Gut, mit der Einatmung gehen die Arme weit nach oben, streck sie da komplett durch, damit du auch hier die Dehnung kriegst im Latissimus und dann beweg die Arme leicht nach vorne und hinten. Super Übung, um die Brustmuskeln aufzuwärmen. Da gerade für 5, 4, 3, 2 und 1. Lass die Arme in der Luft und dann beweg die Hände oder öffne und schließ die Hände so schnell wie es geht. Für 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und ausschütteln. Sehr gut. Dann gehen wir auf alle Vieren, den Vierfüßler, die Finger wie immer gespreizt, die Arme schulterweit, die Beine hüftweit und dann kreist einmal mit den Schultern über die Handgelenke. Sollte das deine erste Yoga-Einheit überhaupt sein, dann würde ich dir empfehlen, dass du vielleicht davor ein Beginner-Video machst, bevor du mit dieser Krafteinheit startest. Ansonsten probiere natürlich alles so zu erklären, dass jeder mitmachen kann. Lass die Arme durchgestreckt, wechsel zwischendurch die Richtung. Da knackst du mal alles bei mir. Die müden Knochen aufwärmen, langsam wieder zur Mitte. Und dann machen wir gerade nur 5 Runden KCQ für die Wirbelsäule. Ich gehe da immer ganz gerne auf die Fingerspitzen. Das gibt extra Platz zum Atmen und macht die Öffnung in den Schulterblättern intensiver. Das heißt, einatmen, Becken kippen, Brust heben, Blick nach oben. Ausatmen, Kinn zur Brust, runder Rücken, streck die Arme komplett durch. Einatmen, Becken kippen, Brust heben. Und ausatmen, Kinn zur Brust, Arme durchstrecken. Finde da dein eigenes Tempo. Tief durch die Nase ein- und ausatmen. Sehr gut. Und dann gehen wir wieder in eine neutrale Position. Stell die Zehen hinten auf, schieb den Hintern nach hinten hoch in deinen ersten herabschauenden Hund. Gerne ein bisschen Bewegung in den Beinen, in der Hüfte. Was auch immer sich gut anfühlt.
Also ich bewege mich da immer gerne ein bisschen von links nach rechts. Wichtig ist, dass deine Arme durchgestreckt bleiben, um die Schulterblätter zu öffnen. Der Hintern geht nach hinten hoch. Und wenn deine Hamstrings, deine Oberschenkelrückseiten ein bisschen verkürzt sind, überhaupt kein Problem, dann lass die Knie einfach in jedem herabschauenden Hund gebeugt. Mit der Zeit werden die Fersen dann näher zur Matte kommen. Einfach regelmäßig Yoga machen, dann wird es immer einfacher, immer leichter. Füße zusammen, einatmen, rechtes Bein weit nach oben. Ausatmen, rechtes Knie vor zur Brust. Wir halten für 5, 4, 3, 2, 1. Und dann steig mit dem rechten Fuß zur rechten Seite deiner Matte. Die Zehen schauen diagonal zur Seite. Linke Hand direkt unter der Schulter. Rechte Hand auf die Oberschenkelinnenseite und dann drückt das Bein weg. Kannst du den rechten Fuß wirklich auf die Außenkante stellen? Vielleicht sogar der Blick über die rechte Schulter für leichte Drehung im Rücken. Und ein Fehler, der mir da oft auffällt, wenn ich das unterrichte, ist, dass man das Knie nicht ganz durchstreckt oder ablegt. Du kannst das Bein natürlich hinten auch ablegen, aber dann ist es kein Power-Yoga oder keine kraftvolle Einheit, sondern dann wäre das eher was Entspanntes, vielleicht in der Früh ganz angenehm. Aber jetzt versuch die Ferse nach hinten zu schieben, aktiv sein im Bein und dann spürt man das gut in der Hüfte. Noch ein tiefer Atemzug. Gut, beide Hände gehen wieder auf die Matte, steig nach hinten in deinen Stütz. Schultern über die Handgelenke, Arme durchgestreckt, halten für 5, 4, 3, so weit wie es geht nach oben, 2, sehr gut, 1, Gewicht nach vorne und so langsam wie es geht auf den Bauch. Vielleicht mit Hilfe deiner Knie, vielleicht ohne Knie wie ein Liegestütz, lass die Ellbogen da nah bei dir, ganz langsam auf den Bauch legen. In der ersten Runde noch den Rücken aufwärmen, also noch nicht in einen Updog bitte. Die Zehen auf die Matte, die Hände nach hinten, Handflächen nach unten, fest in die Matte drücken die Zehen und die Hände, mit der Einatmung hebt die Brust. Der Blick nach unten für einen entspannten Nacken. Mit der Einatmung vielleicht noch ein bisschen höher. 5, 4, 3, 2, und 1, langsam wieder Richtung Matte. Sehr gut, die Hände gehen seitlich neben die Brust, die Handgelenke eigentlich direkt unter den Ellbogen, also nicht da vorne bitte. Brust heben, kleine Cobra oder vielleicht sogar in die Cobra. Und dann mit der Ausatmung in deine Child's Pose. Und von da treffen wir uns wieder im herabschauenden Hund. Jetzt ohne Bewegung die Fersen ein bisschen mehr in die Matte drücken. Das geht auch mit gebeugten Knien. Dann nochmal ganz tief einatmen. Gerne mal durch den Mund aus. Füße zusammen, einatmen, linkes Bein hoch. Ausatmen, linkes Knie vor zur Brust. Halten. 5, 4, 3, 2 und 1. Der Schritt nach vorne zur linken Seite deiner Matte. Füße wieder diagonal, rechte Hand direkt unter der Schulter. Linke Hand, Oberschenkel, Innenseite. Und dann schieb das Bein weg von dir. Blick über die linke Schulter. Bis jetzt noch nicht so kraftvoll die Einheit, aber unterschätzt nicht die Ruhe vor dem Sturm. Kommt schon, ne? Wir müssen natürlich den Körper gut aufwärmen. Rechtes Bein durchstrecken. Noch 3, 2 und 1. Achtung, nicht nach hinten steigen, wir steigen nach vorne. Beide Hände auf die Matte, der Fuß bleibt so und das rechte Bein geht vor in dieselbe Höhe. Die Füße schauen zur Seite, Knie in dieselbe Richtung, Arme vor in so einen Lunge oder Squat, eigentlich ein Squat. Arme nach vorne, halten, 5, 4, gerader Rücken, 3, 2, 1, Beine durchstrecken, Hände vors Herz. Das war das Warm-up. Ich hoffe, du bist ready für den Flow. Wir starten vorne auf der Matte. Solltest du noch ein kleineres Warm-up zusätzlich benötigen, kurz Pause drücken, ein paar Hampelmänner machen oder was auch immer du gerne machst, um richtig warm zu sein. Vielleicht ein paar Sonnengrüße bieten sich natürlich auch immer an. Und dann starten wir vorne auf der Matte mit unserem Power-Flow. Füße zusammen oder leicht geöffnet. Wichtig ist ein stabiler Stand. Blick nach vorne. Mit der Einatmung die Arme seitlich weit nach oben, rechtes Knie zur Brust und der Fuß ist geflext. Dorsiflexion, das heißt die
Füße, also die Zehen schauen nach oben, die Arme weit nach oben strecken, Standbein durchgestreckt. Und dann bring die Hände vors Herz. Für den Übergang bitte immer das Standbein beugen, also in dem Fall das linke Knie. Und das rechte Bein geht nach hinten in den Krieger 3. Versuch die Hüfte geschlossen zu halten, Oberkörper in der Höhe vom ausgestreckten Bein. Vielleicht sogar die Arme nach vorne. Muss aber nicht. Da die Balance finden, wenn es dich raushaut, einfach wieder reinkommen. Wieder aufstehen und dann das Standbein wieder beugen. Das rechte Bein geht wieder vor. Die Zehen schauen weg von dir weit nach oben. Wir spüren da schon ein bisschen eine Aktivierung im linken Bein. Also ich zumindest, ich hoffe du auch. Und ich bin einfach so schwach beieinander. Rechtes Bein weit nach oben. Knie zur Brust, Fuß wieder flexen und dann platziere den Fuß am Oberschenkel. Aber bitte nicht so, dass da kein Platz mehr ist, um das Bein zur Seite zu bringen, sondern den Fuß ein bisschen zur Seite. So nicht direkt beim Fußgelenk, sondern ein bisschen mehr zur Seite, dass das Knie nach rechts geht. Und dann kommen wir da in die Figur 4. Die Hände sind immer noch vorm Herzen. Super Übung, um den Gluteus zu dehnen, den großen Gesäßmuskel. Gute Übung für die Balance. Erklären und Yoga machen. Und unterrichten ist immer ein bisschen schwierig. Wow. Und dann steig mit dem rechten Fuß so langsam wie es geht nach hinten in den High Lunge. Arme hoch. So witzig das zu behaupten, aber der High Lunge ist gerade eine schöne Pause. Die Arme weit nach oben. Einatmen hier. Und ausatmen, rechten Fuß drehen, Arme links und rechts öffnen in deinen Krieger 2. Kontrolliere dann nochmal kurz die Position, Knie über Fußgelenk, die Hüfte zur längeren Seite geöffnet, rechtes Bein durchgestreckt. Nicht nach vorne lehnen, sondern da perpendicular, da im rechten Winkel. Und jetzt aber einatmen, Gewicht nach vorne, linke Hand schaut nach oben, ausatmen, reverse your warrior. Linkes Knie bleibt gebeugt, da bitte keinen Druck direkt auf dem Knie. Schöne Übung, um links die Seite im Oberkörper zu dehnen. Wer mehr will, hebt die linke Ferse. Einatmen hier, ausatmen zurück in den Krieger 2. Dreh jetzt den rechten Fuß zur Ecke deiner Matte. Beug das Knie unbedingt in dieselbe Richtung wie deine Zehen. Schaut dein Bein, also dein gebeugtes Knie. Und dann geht der linke Fuß auf die Ferse. Das kann jetzt, ich drehe mich da schnell, das kann jetzt so ausschauen und vielleicht spürst du es schon gut in die Adduktoren. Vielleicht bist du mega flexibel und du sitzt mit dem Hintern auf der Matte. Aber da bleibt die Ferse unten vom rechten Fuß. Schwieriger ist es natürlich, wenn wir die Hände lösen, dann wird es anstrengender. Power-Yoga haben wir gesagt. 5, 4, 3, 2, 1, langsam wieder nach vorne in den Krieger 2, linken Unterarm am Oberschenkel platzieren und der rechte Arm geht von unten über die Seite hoch, Side Angle Pose. Das heißt, der ausgestreckte Arm bildet eine Diagonale mit dem ausgestreckten Bein, versucht die Hüfte gut zu öffnen, tief atmen. Wer mehr will, löst den linken Arm und streckt ihn auch nach vorne. 5, 4, 3, 2, 1. Einatmen, Krieger 2. Ausatmen, beide Hände auf die Matte, Schritt zurück und dann fließt wieder durch dein Vinyasa. Das heißt, Gewicht nach vorne, ausatmen, Chaturanga. Einatmen, kleine Kobra, Kobra oder Updog und ausatmen in den herabschauenden Hund. Da es ja eine Power-Yoga-Stunde ist, bauen wir jetzt ein bisschen eine Kraftübung ein. Das heißt, von hier beugt die Knie, Kinn zur Brust, roll nach vorne in den Stütz. Und von da komm auf die Unterarme. Wir haben jetzt da mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit 1, du haltest einfach mal im Unterarmstand, das ist anstrengend genug. Möglichkeit 2, du wanderst mit den Füßen nach vorne, kommst in einen Delfin, also wie ein herabschauender Hund, nur ein bisschen anstrengender. Und Möglichkeit 3, dafür vielleicht die Handflächen nach unten. Du beugst ein Standbein, das andere Bein geht in die Luft und du kickst die dann nach oben.
vielleicht sogar bis in den Unterarmstand. Wenn du das noch nie gemacht hast, dann versuch einfach im Delfin zu halten oder ein paar Mal nach oben zu kicken. Machen wir noch 5, 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Von da wieder in den Unterarmstütz, ganz normal. Hände auf die Matte, zurück in den Plank. Und dann machen wir noch ein Vinyasa. Gewicht nach vorne, Chaturanga. Einatmen, Up Dog oder Cobra. Und ausatmen, herabschauender Hund. 5 Atemzüge. Mit der nächsten Einatmung beug deine Knie, schau nach vorne und steig oder spring zwischen die Hände vor. Einatmen, gerade Rücken, ausatmen, ganze Vorbeuge. Beug die Knie, Arme hoch, Chair Pose. Und ausatmen, Hände vors Herz. Sehr gut, jetzt machen wir das Ganze gleich nochmal für die linke Seite. Vorne auf der Matte starten, einatmen, Arme hoch, linkes Knie zur Brust, Fuß geflext, Arme weit nach oben. Versuch den Hintern ein bisschen anzuspannen. Und dann bring die Hände vors Herz. Standbein beugen, dein Weg in den Krieger 3. Fuß bleibt geflext. Das Ziel ist das ausgestreckte Bein in der Höhe von deinem Oberkörper. Vielleicht sogar die Arme nach vorne, optional. Und dann das Standbein langsam wieder beugen. Linkes Bein vor. 10 schauen weg von dir. So weit wie es geht nach oben. 5, 4, 3, 2, 1. Knie zur Brust, Fuß geflext, am Oberschenkel platzieren und in deine Figur 4. Möglichkeit hier natürlich einfach stehen zu bleiben oder das Standbein beugen. Such dir einen Drehstier, einen Konzentrationspunkt. Etwas, das sich nicht bewegt. Bisschen tiefer vielleicht noch. Und dann schau, wie langsam du nach hinten steigen kannst. Lass das rechte Knie gebeugt in den Highland. Rechter Oberschenkel schaut nach vorne, Knie über Fußgelenk, Arme hoch. Einatmen hier, ausatmen, öffne die Hüfte, Krieger 2. Da wieder kurz die Ausführung kontrollieren, Knie über Fußgelenk, Hüfte zur längeren Seite geöffnet. Kurz durchatmen. Einatmen, Gewicht nach vorne, rechte Hand schaut nach oben. Ausatmen, reverse your warrior. Schau, dass der Bizeps da in der Höhe ist vom Ohr, also gerne den Arm ein bisschen nach hinten ziehen, das Knie 90 Grad gebeugt, also vielleicht ein bisschen mehr beugen. Einatmen. Ausatmen, Krieger 2, linken Fuß zur Ecke drehen und wieder dein Surface Lunge. Vielleicht so, vielleicht tiefer, vielleicht mit den Händen auf der Matte, sodass du eine schöne Dehnung in deinen Adduktoren spürst. Vielleicht sogar nochmal kurz die Hände lösen, aufrechter Rücken, 5, 4, 3, 2, 1, langsam wieder hoch in den Krieger 2, rechten Unterarm am Oberschenkel platzieren. Linker Arm geht entweder direkt über den Kopf oder für mehr Schulteröffnung von unten und über die Seite hoch. Schau, dass du deine Hüfte öffnest. Außenkante vom linken Fuß fest in die Matte drücken. Wer will, löst den rechten Arm und streckt ihn nach vorne. 5, 4, 3, 2, 1. Einatmen hoch, Krieger 2. Ausatmen, beide Hände auf die Matte, Schritt nach hinten, in den Stütz und dann wieder ein Vinyasa. Einatmen, Up Dog oder Cobra und ausatmen, herabschauender Hund. Anstatt da jetzt wieder auf die Unterarme zu gehen, beug die Knie, schau nach vorne und versuch entweder am Hintern zu landen, du kannst auch nach vorne steigen, oder versuch da durchzuspringen. Das können wir mal in einem separaten Video besprechen. Und dann treffen wir uns da auf der Matte im Sitzen.
Als nächstes stärken wir ein bisschen den Bauch. Das heißt, wir legen uns nach hinten, die Knie gehen in die Luft, 90 Grad gebeugt, Hände hinter den Kopf und dann machen wir da gerade ein paar Crunches. Machen wir noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Jetzt rechte Ellbogen zum linken Knie, linke Ellbogen zum rechten, also seitliche Crunches. Immer diagonal zur Seite. Super Übung für die oberen Bauchmuckis. Da auch noch 10, 9, also jeweils links und rechts, 8, 7, 6, 5, geht schon, Bono, 4, 3, 2 und 1, sehr gut. Von da rollen wir uns hoch, Navasana Boat Pose, entweder hier halten oder die Beine auf und ab bewegen. Ein bisschen was für den Psoas, für das V unten im Körper, im Bauchmuschelbereich. Gerne auch die Arme ein bisschen weiter nach oben heben. Und auch hier 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 halten. Und nur nach links und rechts. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Kurze Pause. Wenn du denkst, das war jetzt genau das Richtige, was ich brauche, so Baucheinheit, dann einfach nochmal kurz im Video zurückgehen und nur eine Runde machen oder vielleicht im Anschluss dann nur ein Bauchtraining. Wenn du sagst, es reicht, dann machen wir weiter mit dem Yoga, mit dem Yoga-Part von dieser Einheit. Und zwar überkreuz die Beine, verlagere das Gewicht nach vorne, Hände auf die Matte und dann steigen wir dann nach hinten und legen uns auf den Bauch. So ganz, ganz angenehm nach den Bauchmuskelübungen ist es, in eine Rückbeuge zu gehen, daher in diese Sphinx-Pose, da einfach die Unterarme schulterweit voneinander geöffnet, die Handflächen nach unten und dann hebt einmal die Brust. Die Beine dahinter, alles ganz locker, ganz entspannt. Spüren wir da vielleicht ein bisschen was in den Bauchmuskeln oder im unteren Rücken. Wenn du es intensiver spüren willst, dann dreh die Daumen nach vorne und streck die Arme durch. Sollte das unangenehm sein, kannst du natürlich jederzeit wieder auf die Unterarme wechseln. Gerade noch 5 tiefe Atemzüge. Letzter Atemzug. Und dann langsam wieder auf den Bauch legen, mach da mal ein Kiss mit deinen Händen und gönn dir da 3 Atemzüge. Atme tief ein, durch den Mund aus. Sehr gut. Von da öffne die Arme links und rechts zur Seite. Die Handflächen schauen nach unten. Jetzt machen wir da Drehung für die Wirbelsäule. Rechtes Bein geht hoch, Knie beugen und dann bring den Fuß in die Nähe von der linken Hand. Ach, bei mir knackst da immer alles. Also nicht die Hand, die Position der Hand verändern, sodass du den Fuß berühren kannst. Das ist nicht das Ziel, sondern einfach den Fuß Richtung Hand bringen. Entschuldigung, jetzt habe ich mein Mikrofon verloren. Langsam wieder auf den Bauch legen. Rechte Hand zur Seite. Linkes Bein hoch. Und linker Fuß zur rechten Hand. Noch ein Atemzug.
und langsam wieder auf den Bauch. Gut, von da die Hände links und rechts neben dich, drück dich nach hinten. Einmal kurz in die Child's Pose mit den Armen vorne, die Handflächen fest in die Matte drücken, den Kopf einfach hängen lassen. Und von da langsam wieder aufsetzen. Sehr gut, das waren ein paar Übungen für die Wirbelsäule. Als nächstes machen wir noch die Hüfte. Dafür gehen wir in den Frosch und da ist es immer ganz angenehm, wenn du die Matte rollst. Du kannst da entlang der Matte ein, zwei, vielleicht dreimal die Matte rollen, dann ist es gerade ein bisschen weicher für die Knie. Generell, wenn du empfindliche Knie hast, empfehle ich dir immer eine Decke griffbereit zu haben, kannst dann immer unter die Knie legen. Die Beine so weit wie es geht auseinander. Der rechte Fuß schaut nach rechts, der linke Fuß schaut nach links, da ca. 90 Grad. Und bevor wir jetzt nach hinten gehen in den Frosch, das Becken kippen. Das heißt, so nach hinten wie bei Katze Kuh, Hintern raus. Und dann spüren wir auch da wieder schöne Dehnung in den Adduktoren. Könnte ich jetzt so bleiben oder auf die Unterarme gehen. Vielleicht da die Brust komplett ablegen, je nach Flexibilität. Ich bleibe jetzt mal auf meinen Unterarmen. Also ich kann nicht die Brust auf der Matte ablegen, aber ist ja auch nicht das Ziel, oder? Wichtig ist, dass wir uns die Zeit nehmen, dass wir was Gutes tun für den Körper, regelmäßig dehnen, regelmäßig Krafttraining machen, beziehungsweise kraftvolle Yoga-Einheiten und auch entspanntere Yoga-Einheiten für die Balance im Körper, im Geist. Versucht einmal die Atemzüge zu zählen. Du kannst gerne die Augen schließen, vielleicht den Druck noch ein bisschen erhöhen und dann zähl mal bis 5. Ein letztes Mal, so tief wie es geht, einatmen, vollständig ausatmen. Sehr gut. Bring die Hände langsam auf die Matte, keine hastigen Bewegungen, also langsam die Beine zusammenbringen. Ist doch sehr intensiv für die Hüften. Die Matte kannst du wieder ausrollen und dann treffen wir uns im Langsitz. Das heißt, wir haben die Hüften geöffnet, wir haben Rückbeuge gemacht und eine Drehung. Jetzt fehlt uns nur noch die Vorbeuge. Da ist wichtig, dass der Rücken nicht zu rund wird. Also auch wenn du die Zehen nicht berührst, schnapp dir entweder einen Gurt oder ein Handtuch, um gerade zu sitzen. Oder platziere die Hände am Oberschenkel oder auf den Schienbeinen. Mit der Einatmung gehen die Arme hoch und mit der Ausatmung greif, was immer du erreichen kannst. Mit der Einatmung richte die Wirbelsäule nochmal auf und mit der Ausatmung zieh dich dann nach vorne in die Vorbeuge Paschimottanasana. Versuch die Schultern entspannt zu lassen, bleib aktiv in den Füßen, das heißt die Zehen schauen zu dir, die Oberschenkel fest angespannt. Und dann halten wir da gerade nur für 10 Atemzüge die letzte Übung für heute. Mit jedem Mal ausatmen, probieren einen Zentimeter oder einen Millimeter weiter vor. Tief einatmen, vollständig aus. Einatmen, streck die Arme durch, gerade Rücken, mit der Ausatmung langsam wieder hoch. Gut, bring die Füße vorne auf der Matte, hüftweit voneinander geöffnet, streck die Arme nach vorne, schau nochmal, dass nichts hinter dir liegt, dass du die nirgendwo drauflegst und dann ganz langsam abrollen. Füße bleiben auf der Matte, ein letztes Mal den Bauch anspannen und dann öffne die Füße zu den Ecken deiner Matte, die Arme seitlich nach oben und wir bleiben noch kurz im Shavasana. Nimm jegliche Spannung aus deinen Armen und Beinen.
Tief einatmen. Und jedes Mal ausatmen, sink tiefer und tiefer in deine Entspannung. Ein letzter tiefer Atemzug. Mal vollständig ausatmen. Und dann beweg deine Zehen und Finger. Streck die Arme nochmal weit über den Kopf. Und komm langsam wieder hoch in eine sitzende Position deiner Wahl. Gerader Rücken. Entspannte Schultern. Und dann schenk dir hier nochmal 5 Atemzüge. Tief einatmen. Beim Ausatmen entspann deine Schultern. Tief ein. Beim Ausatmen entspann dein Gesicht. Ein letztes Mal. Und dann bring die Hände zusammen vors Herz und denk zum Abschluss an 5 Dinge, für die du dankbar bist. 5 Menschen oder 5 schöne Momente, die dir spontan einfallen. Und dann nimm die Ruhe und die Kraft mit in den Rest deines Tages, mit in den Rest der Woche. Öffne langsam deine Augen. Vielen, vielen Dank, dass du auch heute wieder mit mir Yoga gemacht hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Bitte abonniere diesen Kanal und drück den Like-Button. Das wäre eine riesengroße Unterstützung. Schreib auch gerne einen Kommentar, woher du kommst, damit ich zukünftig meine Workshops und Retreats planen kann und wir uns dann hoffentlich mal live auf der Matte treffen. Erzähl auch gerne deinen Freunden von der Möglichkeit, mit mir kostenlos Yoga zu machen, Yoga zu starten. Und solltest du öfter Lust haben auf längere Klassen, auf Workshops, auf Handstandtraining und auf vieles mehr, dann schau gerne auf meinem Patreon-Channel vorbei. Das wäre eine kleine monatliche Unterstützung, um diesen Kanal zu finanzieren, wie Equipment, Raum und vieles mehr. Den Link findest du unter diesem Video und dann wünsche ich dir noch einen schönen restlichen Tag. Pass auf dich auf und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, Namaste.